Und Leute, Timex hier. Heute gibt es wieder Clash of Clans. Die Clan War League ist vorbei. Wir haben ordentlich Liga-Tokens. Davon werde ich mir jetzt auch direkt zwei Bauarbeitertränke gönnen, damit die fertig arbeiten. Wir werden heute wieder einen Reacted Attack machen. Chef Strobel ist auch wieder dabei. So, wir haben Bin wieder auch schöne gerade. Folgen vorbereitet. Wird euch schmecken. Naja, weil ich will die Kaserne nicht bauen, weil da kann ich 8 Tage lang Also Max, wenn jetzt nichts. mein, wenn mein Plan aufgeht, Ja. dann ist es geisteskrank. Habe ich in 5 Tagen die Queen auf 40. Oh yes. Meine Queen geht gerade auf 37. Das ist auf Dann jeden geht auf Fall. 39 und wenn der Plan aufgeht, ist sie in 5 Tagen 40, Chat. Das ist halt. Das ist crazy. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Mein Megatesla geht auf 7. Ich kann noch oft angreifen, kriege Gold und habe noch durch die Challenge die Bauarbeiterrune. Das heißt, er Ja, geht krass. von, jetzt geht er gerade auf 7, dann kriege ich auf 8 und dann kann ich instant 9 machen. Dann muss ich nur noch meine Kanonenkarren zweimal upgraden, dann sind die auf 18. Und dann brauche ich for real nur noch meine Battle Machine, die Masha, Kampfmaschine auf ja. 30 und ich habe den sechsten Bauarbeiter und ziele komplett davon. Wenn ihr wissen wollt, wie schnell man vorankommen kann, free to play, gerne den Kanal abonnieren, schaut auch bei Chef Strobel dabei. Und das Wichtigste, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, hier unten alle 7 Tage, der verschwindet nämlich schnell wieder, den Creator-Code Trimax Immer eingeben. noch nicht beantragt. Boom. Was Das ist ist das so mit den falsch, dass Fotografen? du Was meinst du mit den Fotografen? Fotograf. Ach so, der sein bestes Stück zu richtig Dings macht. Ja, ist Nutmodel Fotograf spielt plötzlich an sich unten rum. Ja, lass das. Das ist witzig. Ups. Meine ich doch. Geht wieder. Okay, let's go. Also, Titel ist Casey? Kati oder Kathy 19 ist Nacktmodel. Fotograf spielte plötzlich an sich unten rum. Schon mal ein vielversprechender Titel. Sieht man es denn aus? Kathi. Kati, Ja. 19 Jahre alt. Ja. Und du hast mich angerufen. Ja, ich Warum? habe per E-Mail geschrieben. Ja, oder ein E-Mail geschrieben, genau. Um was geht's Siehst denn? du auch schon wieder? Ja, also, ich bin Schwab, oder? Fotomodell von Beruf. Wow. Ja. Oh, nee. Hey! Hört sich Schade! besser an, als Digga, es Domian, wie eigentlich ist, muss spitz! ich sagen. Warum? Ja, ich habe so einen Manager, also mein Fotograf. Ja? Siehst doch wahrscheinlich top aus, oder? Ja. Beschreib dich mal schnell, so die Maße, grob, mit What? allem drum und dran. Ja, ich bin ein kleines Junge, Model, bin wie blond. horny ist ein Wie groß Lumian? bist du denn? 1,60. Oh ja, das ist ein kleines Model. Ja. Da kann man auch Model mit der, ich dachte, Domian, die müssen Junge, immer was so ist denn rank und los? schlank und groß sein, die Mädchen. Ja, Fotomodell halt, nicht Laufsteg. Ach, Fotomodel. Ja, Foto. Also 1,60 Meter groß. Alter, Domian Wie spielt gerade selber an schwer? sich rum. Ja, so 45, Oh, beschreib dich 46 mal. Kilo. Ja. Gib mir deine Maße. Die anderen Maße, das ist, frage ich jetzt mal nicht so. Also auch gute Proportionen. Oh. Ja, Ja. kann man schon sagen. Kann man Haarfarbe? Alter, wie Bock. Blond. Blond. Welche Haarlänge? Lang? Ja, so schulterlang, ein wenig länger. Ich lasse es Digga, wie zurzeit geiert offen. er Schön. denn? Und die Ja, Augenfarbe? ist wirklich voll drin. Grünblau. Augenfarbe. Grünblau. Gut, jetzt haben wir so eine grobe Vorstellung. Ja. Jetzt zur Sache. Verdammte Kiste. Ja, also ich habe so einen Fotografen. Was hast du? Ein Fotografen. Ein Fotograf. Ja, und das ist halt so wie mein Manager. Er macht alle meine Aufträge und macht meine Fotos, die wir dann später auf Foto-CD verkaufen. Ja, was sind das für Fotos? Sind das so für Kaufhäuser oder? Ja, erotische Ach, halt. erotische. Ja, Ach die so, Schuhe sind auch ein wenig jetzt werde ich nackt. noch geiler. Ach so, ich dachte jetzt, du wärst so ein Model für Quelle, Neckermann oder sowas. Nee. Karstadt oder was es also gibt. Nee, nicht so für Mode. Also dazu bin ich doch zu klein. Aha, also Nacktmodel. Ja, Erotische sozusagen. Fotos. Und die können wir dann irgendwie, wo können wir die sehen? Im Internet oder in so in Ja. Alter, Sexmagazinen? Domian. Ja, im Internet auf der Homepage. Ja, sind das erotische Fotos oder kann man schon sagen, dass es Pornofotos sind? Na, erotische. Erotische Fotos. Ja, also auch manchmal so sportliche Fotos Hornian. schon mit Domian Kleidung. ganz wild am Googeln Ja? die ganze Und so, Zeit. ja. Ach doch, auch dann angezogen schon mal. Ja, Ich hab na die jetzt hier klar. auf meinem Rechner offen. Gut. Ein Fotografen, der macht alles für dich. Da waren wir stehen geblieben. Ja, und den habe ich halt kennengelernt. Da war er halt ein ganz normaler Typ. Tipp. Und ich habe auch einen Freund, der passt da immer auf, wenn ich Shootings habe, ne? Muss man auch dazu sagen. Damit der dich nicht angrabbelt. Zum Zum Beispiel. Beispiel. Aber wir haben uns halt gut mit ihm auch privat angefreundet und da ist das auch mit dem Manager gekommen, weil Ja. wir gesagt haben, wir vertrauen dem und Ja. er macht das Ganze. Aber jetzt gibt's ein Problem. Ja. Nämlich? Das hat er schon beim zweiten Mal angefangen oder beim dritten Mal. Er war halt bei mir und dann waren wir alleine im Schlafzimmer, da ist mein Studioraum. Hat halt eine Flasche Sekt dabei gehabt, hat mich auch ziemlich angetrunken gemacht beim Fotografieren. What? Ja, und Und? ist er halt öfter hergekommen und
Am Anfang hat er sich halt unten rumgespielt. Dann habe ich immer gefragt, ja, was machst du? Hat er gesagt, er tut halt zwei Teile zurechtdrücken. Er hat bei sich unten rumgespielt. Ja. Und hat gesagt, er würde sein Teil zurechtrücken. Ja. Während er dich fotografiert. Ja. Da war mit dann, einer Hand halt. Ja, das ist ein schöner Fotograf. Ja. Und da war dein Freund, dein Freund war da aber nicht dabei? Nee, er war halt außen im Wohnzimmer. Ach, der Freund. Ich war halt in dem Schlafzimmer drinnen und ich habe mir halt dann auch nicht getraut, das zu sagen, weil ich bin halt ein ziemlich ruhiger Mensch, ne? Ist dir dann irgendwas passiert? Ist er zudringlich geworden? Ja, er ist halt dann vorher gekommen, hat gesagt, oh, du hast so schöne Brüste und die sind so fest und lass mich mal anfassen. Und, durfte er anfassen? Ja. Was? Hä? Ich weiß auch nicht. Na, hör mal. Ich habe halt mir vielleicht nichts dabei gedacht, oder? Sollte Frau aber. Ja. Hä? Sie nervt, also die ist so dumm, ne? Also die ist ja auch so unendlich dumm. Die Lanze poliert. Also die Lanze wird poliert von ihm. Sie sagt, was machst denn du da? Er sagt, er wird so sein Dödel mit einer Hand richten. Auf einmal sagt er, ja, kann ich deine Brust einfach? Ja, komm einfach her, mach's. Der Freund ist nebenan im Zimmer. Und soll ich aufpassen? Und, hä? So eine Scheiße. Wie weit ging's denn? Naja. Sex? Nee, auf keinen Fall. Also ich sag's mal so, er ist 38, wohnt immer noch bei den Eltern. Mhm. Geiler Manager. Ist selbstständig und ist auch überhaupt nicht schön. Und von dem lässt du dir an die Busen packen. Naja, nun ist es passiert. Kann hat's ja noch gemacht. Im Eifer des Gefechts oder in der Situation, die für dich auch ungewöhnlich so gedruckst. War. Ja, und es ist halt schon öfter passiert, muss ich sagen. Ja. Das ist halt dann immer mit, wenn ich geduscht habe und er war mal am Wochenende da, ist er immer mit reingegangen, hat zwar gesagt, er macht Fotos, aber dann hat er halt wieder an sich rumgespielt. Pass auf, Kathi, jetzt möchte ich noch wissen, wie lange du dieses schon machst, dieses Modeln? Seit Juli diesen Jahres. Ach so, das ist eine recht frische Angelegenheit. Wie alt ist dein Freund? 27. Und diese Belästigung, ich nenne es mal Belästigung, von Seiten deines Fotografen an dir, die ist schon mehrmals jetzt vorgekommen. Mhm. Ja. Hast du das deinem Freund erzählt? Ja, nee. Am Anfang überhaupt nicht. Irgendwann haben es dann meine Brüder mitgekriegt, weil die sind am Wochenende da. Ja. Und die haben es ihm dann halt gesagt. Ja. Also ich habe mich irgendwie geschämt, das zu sagen. Die haben es deinem Freund gesagt? Ja, die haben das dann durchs Schlüsselloch irgendwie beobachtet, dass er da an sich rumspielt. Hä? Also erklär mir die Freundin. Es ist alles weg. Ja, sie geht duschen und die Brüder beobachten durchs Schlüsselloch, was passiert und sehen, der Typ spielt sich am Dödel rum und anstatt die Tür aufzutreten, den Typ mal zwei einzuschenken und zu fragen, was das soll, gehen sie zum Freund und erzählen ihm das und sagen so, yo, wir haben gerade durch Schlüsselloch beobachtet, wie unsere Schwester duscht und der Typ poliert sich schön den Aal. Hä? Also die Story ist ja super wack. Ja, ja, extrem. Also, die KD19 weiß auch nicht, also was ist das für eine Family, Alter? Und mich dabei fotografiert. Ich habe mir auch immer gedacht, ja, was bin ich denn? Aber wie hat denn der Freund reagiert? Er war total sauer. Er redet wie du. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu diesem Job? Ja, halt so als Hobby. Public Agent. Wie kam der Kontakt zustande? Ja, über was hast du gesagt? Freund, der hat halt immer gesagt, also ich habe. Sie ist durch den Public Agent da drauf gekommen. Aber das ist eine andere Story. Da überhaupt keinen Glauben dran gehabt und der hat halt Fotos von mir gemacht. Ach so. Und die haben mal echt super ausgeschaut und der hat dann gesagt, ich habe das Talent, ne? Ah ja. Hast du denn Talent? Das ist ein Nebenjob quasi, den du da machst. Mhm. Kriegst du auch Kohle für, hoffe ich. Ja. Mhm. Was machst du hauptberuflich? Verkäuferin. Mhm. Im Modemarkt. Aber irgendwie hat sie sich voll sympathisch. Ich finde, das klingt nicht gut. Wenn jemand solche Fotos von sich machen lässt, ist ja in Ordnung, wenn er daran Spaß hat und wenn alles abgeklärt ist. Aber offensichtlich ist das nicht so professionell, was da abgeht. Ja, das Schlimme ist ja, dass er bringt immer wieder Geschenke mit und die sind nicht gerade billig und sowas. Ja, aber der schenkt mal an Computer und schenkt lauter Zeug und weiß auch nicht. Nee. Da darfst du dich aber nur nicht beeindrucken lassen. Scheiße. Weißt du, das ist der Anfang. Er fasst dir an die Brüste und du möchtest es nicht. Es ist dir eigentlich unangenehm. Ist dir, ne? Ja, total. So. Er spielt an sich unangenehm. Ja. So. Und der nächste Schritt wird irgendwann sein, dass er noch näher an dich rangeht. Und der dann folgende Schritt ist, dass er dich vielleicht zum Sex
nötigt oder gar zwingt. Und so weit darf es nicht kommen. Das heißt, im Prinzip musst du dich von diesem Fotografen trennen. Du musst die ganze Sache fallen lassen. Weil du in eine Situation geraten bist, die du gar nicht mehr im Griff hast, die dir unangenehm ist. Die Brüder reden schon darüber, dein Freund ist nicht erfreut darüber. Ja. Ne? Das könnte Spannungen auch zwischen dir und deinem Freund geben. Dass dein Freund dich überhaupt noch mit ihm dann alleine in ein Zimmer lässt, dass er nicht darauf besteht, dann immer dabei zu sein, wundert mich. Ja, das war ja die letzten 3-4 Male, hat er uns alleine gelassen und da war echt, ist er immer mitgegangen, meine ich. Hm? Und da war immer alles in Ordnung und er hat sich ganz normal verhalten. Aber jetzt dieses Wochenende hat er halt wieder damit angefangen. Ich verstehe letztendlich auch deinen Freund nicht, dass der nicht schon gesagt hat, hier komm, das ist aber Schluss jetzt, das machen wir nicht mehr. Punkt aus. Ja, der versucht sich halt immer wieder so geschickt in unsere kleine Familie, sag ich ja mal, mit einzuklinken, mit Ausreden. Mhm. Der sagt dann, heute zum Beispiel hat er mich angerufen und Entschuldigung mit Sonntag und der Paul, so heißt mein Freund, der hat mich ja total zusammengeschissen. Kathi, wirklich, ganz lange Rede, ganz kurzer Sinn. Schluss damit. Schluss damit. Die paar Mark, und wenn es auch ein bisschen mehr ist, die du dafür dienst. Das ist es nicht wert, dass du dich da in so eine Bredouille bringst. Ja. Du fühlst dich dabei ja nicht wohl. Ist so, ne? Ja, so. Also ist mir echt unangenehm. So, dann Schluss damit. Kannst irgendwann vielleicht nochmal Fotos machen, in einem anderen, mit ordentlichen Leuten zusammen. Aber nicht sowas, das ist schäbig, das ist schmierig, was der Typ da macht. Und du hast ein besseres Verhältnis und du stehst gut da in deiner Familie, wenn du sagst, du hast es abgebrochen. Du stehst gut da bei deinem Freund, wenn du sagst, du hast es abgebrochen und du siehst diesen Typ nicht mehr wieder. Okay? Ja. Du musst es machen, weil es wird eine üble weitere Entwicklung nehmen, wenn du nicht Nein sagst. Ja, das stimmt. Ne, du warst bisher auch zu gutmütig vielleicht. Die hört sich schon ein bisschen hohl an. Ne? Ja, ja. Halt Digga, die klingt einfach wie 14 oder so. Und da hat er scheiß Heulen angefangen, ne? Ja, dann soll er heulen, ist doch egal. Ich bin keine Domian. Fotos mehr, Schluss, aus, basta. Alles Liebe. Okay, tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Nice. Abschließend bleibt zu sagen, super komische Brüder, super komischer Manager und super komischer Freund. Super komische Freunde. Alle waren super komisch, Alter. Ohne Witz, die war ja auch so. Ach, Digga, das ist doch scheiße, weißt du? Ja, das ist geisteskrank. Da kommen dann so welche schmierigen Scheißkerle wie der damit auch einfach durch. So, ja, ich muss mir hier 20 Minuten was richten. Fotografiert sie einfach. Und, ja, what the fuck, ich muss sie an die Brüste fassen. Ja, okay, ich hab das jetzt nicht so gern, aber dann müssen wir das wohl machen. Also, was ist das denn für eine Scheiße, weißt du? Ja, es ist super, super wack. Ich bin gleich wieder da, ich gehe ganz kurz pinkeln, dann können wir die nächste Folge reinmachen. Bis gleich. Mach das, bis gleich.